So, willkommen zurück bei Factorio zusammen mit Lutz und mit NoFake. Hallo. Hi. Und hallo. Meine Wenigkeit Eptine ist auch noch dabei. Und ich mache dasselbe, was ich die letzten 2, 3 Folgen gemacht habe. Jetzt weiter. Ich baue weiter Verteidigung. Yes. NoFake, hast du gerade was zu tun? Nein, ich mache halt die ganzen Bänder schneller dort, wo es zumindest notwendig ist. Willst du Bäume fällen? Oh Gott, nein, das dauert doch so lange. Ja, aber komm, es muss gemacht werden. Ich weiß, ich will mal nicht so ein Arbeitsverweigerer-Arsch sein. So. Übrigens, falls ich dann beim Abbauen jetzt dann laggen sollte ein paar Mal, tut's mir leid, ich lade nämlich gerade ein Update von Ghost Recon Wildlands runter und wenn man da kein Update macht für ein paar Tage lang, dann kannst du jetzt gleich am nächsten Tag ein 50 GB Update ziehen oder so, also weil sich alle Updates anschauen, das ist halt dann nicht so nice. Was für riesen Updates hauen die raus? Wir brauchen hier eine Linie hoch, dass ich das Förderband hier hochziehen kann. Das Munitionsförderband. Also irgendwo muss so ein. Das muss nur ein Feld breit sein. Und ich mache hier oben schon mal frei, dass ich hier die Mauern und so hinsetzen kann. Und auf der anderen Seite muss dann wieder ein Weg nach unten gehen, damit das Förderband wieder nach unten durch kann. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, also die bei Ghost Recon Wildlands, da hauen sie wirklich die Updates raus. Ich meine, klar, es gibt jetzt den Ghost War PvP-Modus zwar, aber. Ich meine, updaten ist ja an sich nicht schlecht, aber ein 50 GB Update. Ja, das ist bei den. Das war auch schon mal bei. Also, das größte Update war bei Rainbow Six Siege in der Geschichte von einem Spiel, weil sie das ganze Spiel neu haben schreiben müssen. Ja, da weniger hast du dann 70 GB Update machen müssen, wenn du da. Wenn du da das Ultra HD Texture Pack hattest. Alle anderen mussten 30, 40 GB updaten. Das sollte aber auch nicht vorkommen. Ja, also, sie haben halt. Rainbow Six Siege war halt schon lange technisch kaputt und das haben sie halt komplett neu gemacht. Skyboxen, Grafik, Performance Optimization, alles neu. Das größte Update bei Overwatch waren bisher irgendwie 3, 4 GB und das war dann halt ein Event mit neuen Spielmodi, neuen Texturen. Vielleicht wenn neuer Held dazu kommt, dann ist das Update ja irgendwie maximal 20-30 ist das Update maximal so 1-2 GB groß. Ja. Da war doch das Geist einfach von Overwatch in der Geschichte von Overwatch, wo es halt am ersten Tag, wo es rausgekommen ist, 50 MB Day One Update. Das war das Geilste. Ja, an sich frage ich mich halt immer, warum gibt es diese Day-One-Updates? Warum packt man das da nicht direkt schon mit rein, wenn du weißt, dass es sowieso schon dieses Update geben wird? Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, bei Destiny haben sie irgendwie halt das Gefühl, das halbe Spiel nachgepatcht. 25 GB bei Destiny 2 zum Release auf der PS4. Dann einen Tag später nochmal 50 GB. Ja. Das muss doch vorher auffallen. Ja, Destiny 1 war nur ganz schlimm. Preload 30 GB, Day One Update 40 GB. Was haben die bitte gemacht, denn das komplette Spiel nochmal neu geschrieben? Ich verstehe diese Typen von Bungie echt nicht, ne? Vielleicht war vorher im Update halt einfach gar nichts drin und dann ist ihnen aufgefallen, verdammt, die Leute wollen ja tatsächlich ein Spiel haben. Ja, nein, also ich glaube irgendwie gerechtfertigt haben sie es da noch irgendwie von Game Inform und Kotaku, dass die Sounddateien High-Res sind und die haben irgendwie die Low-Res-Files reingepackt, wo ich auch nicht verstehen kann, wo ist da die Qualitätskontrolle, aber okay. Und halt irgendwie Videos nochmal mit höheren Auflösungen und verschiedenen Auflösungen und sowas und na, Optimization halt, ne. Ja. Tatsächlich war das erste, okay, das von erste hier, DLC. Von hier können wir jetzt theoretisch einfach gerade runtergehen. Also okay, hier durch. Das erste DLC war sogar schon bei Destiny da mit eingerechnet zwar, aber das hat trotzdem nicht. Ich meine, beim DLC oder so macht es ja Sinn, wenn das irgendwie 30, 40 GB sind, weil da kommen ja neue Texturen, neue Features bei.
vielleicht muss noch irgendeine API geändert werden oder so, aber wenn es halt nur irgendwas mit Performance oder so ist, dann denke ich mir immer, Ja. Weil das Einzige, das was beim Spiel halt den ganzen Speicherplatz frisst, ist ja eigentlich sind ja eigentlich die Texturen. Ja. So, das Förderband ist hier, glaube ich, aber noch nicht ganz durch. Ja, hier sind noch ein paar Lücken. Aber das ist halt das, was ich auch nicht echt nicht verstehe. Und deswegen zittere ich schon ein bisschen vor dem morgigen bzw. heutigen Release. Weil, wenn das Spiel dann tatsächlich jetzt, ja, dann angepriesen ist, es mit 68 GB bei den empfohlenen System-Requirements. Wenn das das final Spiel sein soll, also sprich mit allen DLCs und sowas, dann ja, okay. Aber wenn es jetzt nur mal die System-Requirements sind für das Spiel, also sprich, dass da jetzt dann auch noch mal morgen 30 GB Update kommt, ich habe da keinen Bock drauf, dass dann auch noch mal irgendwie eine halbe Stunde oder so um 19 Uhr da zu sitzen und das Ganze zu installieren, vor allem, da die Server wahrscheinlich oft abschmieren werden, weil sie lassen tatsächlich bei Destiny vielen über Wellen zwar rein, aber sind immer nur ein paar Zeitabstände. Ich glaube so eine Stunde Zeitabstand, bis sie die Spieler reinlassen, wird nicht genug sein. Vor allem, weil auch die ganzen Spieler auch schon bekannt sind. Ich hoffe, du hast nicht zu nah an dem Wald gebaut. Ich habe sehr nah an dem Wald gebaut, warum? Ja. Ich wollte ein bisschen Wald entfernen spielen. Das Förderband liegt mitten irgendwo im Wald. Wow. So, und jetzt müssen wir das Förderband auf der anderen Seite noch runterziehen. Wenn du mich triffst. Okay. Lutz, du kannst. Lutz, wenn du gerade Zeit hast, guck mal hier bei mir. Hier runter muss das Förderband. Warte mal, bis ich hier weg bin, dann kannst du das freisprengen. Soll ich das Munitionsförderband nochmal mit schnellen Bändern machen? Oder? Nö, das braucht nicht. Das ist ja egal, weil... Oh, das waren schon alle Granaten. Die nächsten hatten gerade gebaut. Achso, also soll ich es doch abrüsten? Das bringt nichts. Nicht, achso, okay. Weil, die Munition wird ja nicht verarbeitet oder so, sondern muss halt nur in... Die Abstände zwischen den einzelnen Munitionsteilen werden ja mit dem schnellen Band nicht kürzer, sondern die Abstände bleiben ja die gleichen. Ja klar, okay. Und im Optimalfall wird das Förderband eh irgendwann zweireihig komplett von bis oben hin voll mit Muni sein. Das wäre so das Optimum. Okay. Schaut mal, seit der Download ist, ja, der geht relativ schön weit hoch. Sogar für Uplay-Verhältnisse ziemlich weit hoch. Meinst die Kartoffelbatterie der Uplay-Server heute gut mit dir? Ja, anscheinend, ja. Da musste ich auf 25 hoch, meistens liegt er so gegen 19 herum. So. Also das heißt, das Update hat jetzt bei mir gebraucht, also das 8 GB Update hat jetzt bei mir gebraucht 5 Minuten circa. 3 Minuten, 4 Minuten. Ist ja okay. Ganze gute Bauplatz, wenn dir hier verschwendet. Ja, wenn der Wald weg ist, kannst du das Band da gerne durchlegen und nicht das Band. Stromscheiß hier, den du angestellt hast. Ja, wo soll ich ihn sonst hinmachen? Der Stromscheiß braucht halt. Ja, können die großen bauen, Mann. Welche großen? Großen Strommasten. Ach so, ja, habe ich noch nicht den Kram für im Inventar. Das sind Stahlträger und Kupfer. Ja. Und Holz. Oder? Nein. Nur Stahlträger kein und Holz mehr. Die großen brauchen kein Holz mehr. Holz. Ich hasse Wald. Ich hasse Bäume. Fuck, ich hab falsch gemacht. Warum du dich auch entschieden hast, PC-Zocker zu werden, oder? Ja. Ich bin kein Vegetarier, weil ich Tiere mag. Ich bin Vegetarier aus purem Pflanzenhass. Und nein, ich bin kein Vegetarier. Vegetarier? War die nächste Frage, aber das habe ich dir eben noch nicht zugetraut. Könntest du deinen sinnlichen Fleischgenuss nicht entgehen lassen? Ja, ich habe tatsächlich ein Jahr mal vegetarisch gelebt, um es auszuprobieren und so. Aber... Ja. Wenn ich mir dann bei meinem Dönermann nur eine Salattasche hole, der guckt dann immer so traurig. Oh, kann ich ihn voll ganz verstehen. Ja, ich auch.
Davon ist das dieses vegane Trend ist. Ich meine, manche. Ja, vegan verstehe ich jetzt auch nicht. Also Vegetarier kann ich auf jeden Fall verstehen. Vegan. Ja, ich auch, ja. Aber ist auch vegan. Es ist ja jedem selbst überlassen, was er isst und was er nicht isst, solange man halt niemand anderen dazu zwingt. Wenn ich das immer lese, irgendwie in den USA, dass irgendwer versucht, seine Katze vegetarisch zu ernähren, wo ich mir denke, nein. Weißt du noch, die, wo ihre Kinder vegetarisch oder vegan ernähren und die dann alle krank werden und die sich wundern, kann ja nicht an der Nahrung liegen, tu mich doch gesund ernähren. Also die Sache ist, vegetarisch sich zu ernähren und alles zu bekommen, ist ja kein Problem. Brauchst ja nicht zwangsweise Fleisch, aber bei Veganen brauchst du halt schon irgendeine Ergänzung dazu, ne? Ja, bei die Veganer glauben halt irgendwie immer, dass wir Menschen kein Fleisch brauchen, aber das ist halt wirklich falsch. Ich meine, klar, Fleisch nicht direkt, aber halt ein Ersatz zum Fleisch, halt das ganze Eis und das ganze. Ja, die Sache ist tatsächlich brauchen wir kein Fleisch, weil Eier und so weiter wären auch okay, um das Nötige zu bekommen. Deswegen vegetarisch zu ernähren ohne Ergänzung ist ja kein Problem, aber vegan ist dann was anderes. Und ich kann es natürlich verstehen, wenn jemand sich vegetarisch ernährt, weil er meint, weil Tiere halt größtenteils in so Massentierhaltung gehalten werden, das ist halt wirklich blöd. Also ich muss auch tatsächlich sagen, ich esse gar nicht so viel Fleisch, weil brauche ich halt nicht immer. Es reicht halt auch manchmal einfach ein Salat. Aber wenn ich mir dann Fleisch hole, dann gehe ich auch gerne mal zum Metzger. Das ist dann zwar sauteuer, aber das schmeckt 100-mal besser. Wenn du da vom Metzger so ein richtig schönes Steak hast oder so. Ich meine, man darf sich halt nicht wundern, wenn man sich das Fleisch für 2,50 Euro im Supermarkt holt, darf man sich nicht wundern, dass das nicht unbedingt die beste Qualität hat. Ja, stimmt. Obwohl ich auch nicht mal. Also bei uns kann ich nur sagen, kriegt das Fleisch dann dort ein armer Gütersiegel und kommt von der Fleischerei, Hofstädter. Ja, das gibt's auch. Also bei uns im Supermarkt gibt's halt auch das normale Discounterfleisch. Oh mein Gott, guck, Lutz. Ja? Guck mal rechts. Wir sind am Arsch. Hier steht keinerlei Verteidigung. Doch. Oh, nee, da unten nicht. So, danke Leute fürs Zusehen, hat Spaß. Ich habe einen Turm eben schnell ausrüsten können. Die anderen stehen nur da, damit die abgehalten werden. Ich habe auch keine eigene Munition mehr. Soll ich euch helfen? Ja. Bin unterwegs, aber ich brauche ein bisschen. Nee, hat funktioniert. Nee, hat gereicht. Okay. Oh mein Gott. Was war das für eine Armee? Ja, das war diese Random-Armee. Eine Armada. Das war eine dieser 50er Random-Armees. Hast du noch Granaten neue? Musst du gucken. Die werden produziert, da wo auch die... die Rohre und die Fabriken und überhaupt alles produziert wird. Oben also. Weiter Süden, weiter im Süden. Noch ein bisschen weiter im Süden. Lass mich sehen. Ich ist genau. Jo. Ah, perfekt. Ich nehme mal alle 16 raus. Denn da ist ein Wald. Nein! Wie hat man die nochmal geworfen? Einfach aus dem Inventar nehmen und klicken. Rechts oder links? Probier's. Wenn da gleich steht, Eptan hat sich selbst getötet, dann bin ich traurig. Oh. Und wir haben was zu lachen. Ja. Das ist richtig. Bum, bum. Bum, bum. Danke, Leute. Das ist 100-mal einfacher mit den Granaten. Ja. Ja, und das. Wir brauchen halt Kohle. Ich habe das noch nicht ans Kohle direkt angeschlossen, sondern. Hab das selber einfach mal 500 Kohle gesammelt und reingesteckt. Kann ich gleich nochmal machen. Das Discounterfleisch gibt es bei uns ja so in der Form eigentlich ja noch immer. Also auch, aber ist halt nicht wirklich großartig mehr so vorhanden, weil es halt eben auch wirklich von teilweise namhaften Fleischen gemacht werden. Also das hat da war halt mal eine Umstellung irgendwann. Wird unser neuer Präsident da ja, Van der Bellen,
kennt ihn ja wahrscheinlich. Als man an die Macht gekommen ist, hat er gemeint, dass alle Fleischsorten, die was einmal Gütersiegel tragen, abgepacktes Fleisch nur mehr verkauft werden dürfen bei namhaften Ketten. Alles andere, was kein Gütersiegel trägt, darf nur mehr an Wochenmärkten verkauft werden und halt eben in das Discounter. Welcher Präsident? Woher kommst du? Österreich. Ah. Tiefstes Ausland. Ja. Lucy kommt auch aus Österreich. Ja, das ist es halt so. Du findest teilweise noch immer Sachen, die ohne Gütesiegel sind, die einfach verkauft werden. Wo du einfach so denkst, hey, ist das normalerweise nicht verboten. Aber da gibt es anscheinend irgendeine Ausnahmeregelung, aber der will das halt irgendwie auch so halt machen. Weil es halt eben auch ein grüner, konservativer ist. Dass das Fleisch halt eben, was kommt halt wirklich nur mehr so bio ist sozusagen, ne? Ja, ist an sich ja auch richtig, weil es muss halt nicht immer Fleisch sein, ne? Ja, doch. Und wenn, dann wenigstens Gutes. Und vor allem, das schmeckt auch 300 Mal besser. Ja, ich habe auch nichts gegen eine Gemüsepfanne oder sowas, aber... Boah, da so eine Reis-Gemüsepfanne, das ist mega. Jetzt hab ich Hunger. Ja. Aber manchmal muss es tatsächlich auch irgendwann mal auf Fleisch sein, bei mir zumindest halt ist es leider so. Ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, ein Jahr lang habe ich mich ja fleischlos ernährt. Einfach weil ich wollte es halt mal ausprobieren, weil ich hatte eine Freundin, die hat sich komplett vegetarisch ernährt und meinte dann, ey, mach das doch auch mal. Und ich so, nee, keine Lust. Und da habe ich das halt doch irgendwann mal ausprobiert, habe das auch das Jahr lang durchgehalten, aber ich war dann schon froh, als ich mir dann wieder meine Schnitzel holen konnte. Kann ich hier noch gar nichts machen? Kann ich hier noch gar nichts machen? Und wo kannst du nichts machen? Auf die Schwefelverarbeitung warten. Deswegen erforsche ich sie ja. So. Extra für dich. Tag Nummer 2 und wir suchen wieder mal die gleichen Restaurants aus. Irgendein Restaurant, diesmal zwar ein bisschen früher, aber ein Restaurant aus, was noch liefert und... Okay, jetzt muss ich mir wirklich was zu essen bestellen, wiederum. Heute muss es wirklich was zu essen sein, weil das habe ich gerade wirklich hungrig gemacht. Ja, ich muss gleich auch mal gucken, aber ich befürchte, um die Uhrzeit wird hier nichts mehr liefern. Nee, hätte ich ja eigentlich schon vorher Hunger gehabt. Eigentlich und um 11 hätte ich ja noch eine Chance gehabt, relativ eine gute, aber da habe ich mir schon gedacht, weiß nicht mehr. War einfach noch ein bisschen, vielleicht geht er ja weg, vielleicht kann ich den irgendwie mit Schokolade übertrumpfen. Aber umso mehr und mehr ich gerade Schokolade esse, umso mehr und mehr irgendwie kommt das Bedürfnis nach echtem Essen. Ich habe leider nicht mal mehr Tiefkühlpizza. Ja, das ist echt bitter. Ja, wenn ich was essen will, dann muss ich mir was kochen. Ja. Ich meine, es gibt auch hier eine ganz gute Pizzeria, die auch Casa Fasciati heißt. Dann Gleichwerbung. Ja, tut mir leid. Das kennt sowieso jetzt keiner da. Nein, ich wollte den Namen sagen, weil es wichtig ist, dass weil die echt wirklich Erz-Entertainer sind. Problem ist allerdings, ich habe schon in den skurrilsten Essen irgendwie komischerweise Spuren von Knochen gehabt. Wo du dann drauf beißt und denkst, irgendwie schmeckt das komisch. Dann ziehst du es raus und ist irgendwie so ein Knochen oder... Oh, das ist richtig eklig. Und ich weiß nicht genau wie, aber anscheinend dürfen die damit viel kochen. Und ich verstehe auch nicht, für was sie es brauchen. Vielleicht für Suppen oder sowas. Aber seit ich da diese ganzen Sachen erlebt habe und auch mal Plastik im Essen... Mir sowas immer mal passieren kann, klar. Aber wie, nee, da wenn ich dann denke, nur wird mir schlecht. Ja, vor allem, es liegt ja nicht mal daran, dass das irgendwie besonders eklig wäre, sondern allein das ist, wenn man dann irgendwie voll Hunger hat, dann beißt man irgendwo rein und dann hat man da plötzlich so ein Knochenstück drin. Ja, was halt dann wirklich extremst unangenehm ist. Und jetzt, wo ich halt eben bestelle, das ist halt so eine Fertig-Pizza-Ria, wenn man das so will. Die hat so Fertig-Pizza-Böden, haut das mal drauf, auch alles fertig. Das in den Ofen und liefert sie dann. Aber ich meine halt eben trotzdem geil, wie gesagt, eben Pizzamann ist, vergleichbar mit Pizza Hut. War auch früher bei uns Pizza Hut, aber das haben sie so umgenannt, irgendwie auf Pizzamann. Und ja. Ich will gerade überlegen, dass ich mir da irgendwie eine hole, aber
Ich bin halt gerade überlegen, ob ja, nein, vielleicht. Toastbrot. Wahrscheinlich wird's. Ja, genau, Wurstbrot, wahrscheinlich wird's eine. Aber da werde ich meinen Stiefvater noch fragen. Vielleicht will der auch was mitbestellen, weil dann ist noch der Wert von 15 Euro schnell erreicht. Und dann ist Gratislieferung. Ja, jein, ja, Liefergebühr unter der Mindestbestellung von 15 Euro, ja, ja. 1 Stunde 50 Minuten hat die noch offen, das heißt, der Ofen muss bei denen noch an sein, hoffentlich. Ja. Hier hat leider nichts 24-7 geöffnet. Ja, in so einer Großstadt wie Wien auch nicht wirklich, aber ich sag jetzt mal so, wenn du wirklich hungrig bist. Warte, in einer Großstadt wie Wien sollten es aber Sachen geben, die 24-7 geöffnet haben. Ja, McDonald's und sowas ist halt eben eine Ausnahme, aber die liefert dann halt eben so spät auch nicht mehr, weil da geht's halt um die Nachttarife. Und weil jeder Lieferservice hat bei uns gewisse Nachttarife und wir sind erheblich teurer als hier untertags. Irgendwie so eine Gesetzesregelung. Österreich, streng katholisch. Hm. Nee, streng katholisch ist ja gar nicht. Es ist ja wirklich einfach nur halt eben, weil Nachtarbeiten halt höherer Tarif hat und darum wird halt gleich an die Kunden weitergegeben. Dafür kann auch jetzt streng katholisch. Ja. dafür kann auch letztlich, dass der Lieferservice ja auch gar nichts, aber ich sehe gerade, das hat sogar auch noch offen. American's Burger und Deutsche Schnitzel. Musst du mir gleich offscreen mal sagen, wo du das bestellst, dann kann ich vielleicht auch mal gucken. Ich habe auch Hunger. Aber das bringt ja nichts, ist ja Österreich. Ja, ist das nicht irgend so eine App, bei der du guckst? Ja, ich guck bei lieferservice.at. Gibt's das auch bestimmt mit .de. Ja, lieferservice.de gibt's glaube ich auch oder lieferheld.de. Das ist eigentlich das gleiche. Und da gucke ich dann auch beim jam.at, das ist eh aber eine Firma von lieferheld.de. Die ist einfach, heißt einfach nur bei uns miam.at, weil wegen Baum, keine Ahnung. Ah, deswegen. Ja. Jungs, es ist fast geschafft. Gleich kann ich offiziell sagen, wir sind fürs Erste sicher. Ist nur noch das Munitionsförderband. Und ich muss das Munitionsförderband dann noch zu einem Kreis zusammenfügen. So. Jungs, wir haben es geschafft. Alle Türme werden mit Munition beliefert. Nice. Nice. Jetzt muss ich nur noch der aus Symmetriegründen das Förderband irgendwie miteinander zusammenlegen. Wobei, entweder ich lege das jetzt einmal komplett um den See rum, oder Oder, ja, ich glaube, der wird's, weil der hat nur 9 Euro verlangt der Mindestbestellgebühr. Das ist schon mal um einiges lieber. So. Ah, meine gelben Fließbänder sind alle. Wie konnte mir das passieren? Kunststoffe beendet. Fortgeschrittene Elektrotechnik, go. Ey, das heißt, wir können bald rote Chips machen, ne? Yay. Die roten Chips waren immer unser größtes Problem, weil die für alles gebraucht werden. Und ohne Ende Ressourcen brauchen und man eigentlich nie genug davon hat. Ja. Wohl ein Marco fällt mir tatsächlich auf, der hat auch noch Burger. Der auch nicht so schlimm ist eigentlich. Mexiko-Sauce, Onion Rings, Salat, Zwiebel, Gurke. Ja,
Hör auf, von Essen zu reden, sonst gehe ich mal. Ja, es tut mir leid, das habe ich mir auch gedacht. Ich sitze hier die ganze Zeit und denke mir so, Alter, du brauchst eigentlich auch mal was zu essen. Ich glaube, ich hatte oder? Habe ich heute schon was gegessen? Ich glaube, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich glaube, darüber solltest du dir bald im Klaren sein, weil sonst liegst du unterm Tisch. Ach, du, ich, Da liegst du so und, Essen, Burger, So schnell geht das bei mir nicht, ich, Kannst du es wirklich gut, so gut wegstecken, ja? Ich glaube, das liegt eher daran, dass ich recht viele, Vorräte habe. Obwohl, so schlimm ist es eigentlich mittlerweile nicht mehr. Das war früher, war das. Also, früher habe ich echt, war ich ein bisschen sehr rundlich. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Und seitdem geht's. Teil mal fett. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Teil mal fett. Ich weiß. War. Ja, war. Ist ja ein Adonis. Naja, wir sehen dich nicht. War, jetzt bin ich nur noch dick. Ach, nur mehr. Sonst bleiben mir 2,10 Euro über. Oh Gott, die Menüs sind so billig. Ich meine, oh Gott, ich lese jetzt nicht vor, weil sonst taust du mich wirklich durch den Bildschirm. Kommt einfach so eine Faust einmal. Ja, dich. Lutz, aber, meinst du, wenn ich das hier so mache, dass die Aliens das Förderband kaputt machen, oder ist das hier... Förderbänder greifst du eigentlich nicht an. Wenn's nicht... wo bist denn du? Hier. Ich glaube nicht, dass sie es kaputt machen. Ja, ich auch nicht, aber... ne? Aber... wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wenn sie es kaputt machen. Es ist nicht schlimm, weil... die Munition, die hier ankommt, hat eine komplette Runde hinter sich. Ja, eben. Dann kann man es immer noch reparieren. Ja. Und muss man nur aufpassen. So. Aber wir sind sicher. Oder sind wir das? Ja. Wenn ihr jetzt wenn ihr raus wollt aus unserer Basis, müsst ihr jetzt aktuell eine Mauer abbauen und dann wieder hinsetzen. Wir haben noch keine Tore. Okay. Die können wir uns noch nicht leisten. Okay. Doch, wir können. Ich habe sie vorhin erforscht. Echt? Cool. Also, wir können uns Tore leisten, aber wir haben keine. Also es gibt so viel, was ich nehmen könnte. Das Menü ist so scheiß billig. Ich frage mich wirklich, ob das was ist, aber ob den Preis kann ich echt nicht meckern eigentlich. Im Essen. Es sind Knochen drin. Nee. Also es ist ein Hauptgericht, eine Beilage, ein Getränk für 6,90 Euro. Das ist ordentlich. Kann man mit arbeiten. Ja, wo kriegt man so was kriegt, und das Beste ist sogar eine Sauce dabei, eine Cocktailsauce. Das finde ich übrigens überhaupt immer interessant, wenn Leute meinen, also zu McDonald's gehen, um sich was zu essen zu holen, wegen des Preises. Und ich denke mir so, was? Irgendwie zahle ich bei McDonald's 100 Mal mehr, als wenn ich überall sonst hingehe. Ja. Ich würde jetzt gerne bei der Burger Company bestellen, weil das ein Bioladen ist, aber der hat auch 15 Euro Mindestbestellwert. Bei dem kostet so ein Wagyu Beef Burger schon gut und gerne mal 17 Euro oder so. Mit Pommes natürlich oder Wedges. Okay, Leute. Unsere gesamte Basis ist eingezäunt und unsere gesamte Basis kann überwacht werden mit Dingern. Guck mal, links kommt gerade ein Riesenangriff, unten links. Aber die Türme sind stark genug, dass sie alles töten, bevor es in ihre Nähe kommt. Okay, was forschen wir als nächstes? Oh ja, Batterien. Oh Gott, ich überlege gerade Salate, Classic Burger, Extra Special. Oh. Nee, ich nehme einfach den Menü-Deal, der ist richtig billig. Oh, da kommt kein Wasser. Was denn? Da kommt ja von mir ein bisschen Trinkgeld, wenn ich noch nicht mal auf die Bestellsumme komme, aber macht ja nichts, ich kann es ja trotzdem bestellen. Zahle ich halt 40 Cent Liefergebühr, wenn das sonst spottbillig essen. Ohne Tomaten. Tomaten, danke. Weißt du, warum ich das sage, ohne Tomaten? Weil ich mir nicht sicher bin, ob die das immer abspülen, die Tomaten, und dann reinschneiden, ne? Ich mag diese Pestizide nicht. Ich schmeck das raus und ne. Ich hatte schon mal eine schlimme Erfahrung damit. Okay.
Ja, ich hatte einen Burger gegessen, der Veggie war. Und bin im Nachher am nächsten Tag nur mehr auf dem Klo gesessen und Unverträglichkeit oder wie? Ich habe einen Bluttest machen lassen und Pestizide waren ziemlich hoch. Okay. Ja, weil ich bin da lange und oft ziemlich lange, also ich glaube 4 Tage hintereinander hat das angehalten, bis es mal wegging. Können wir schon rote Munition machen eigentlich? Ja, ne? Mit Stahlträgern, Handfeuer und Kupferplatten. Soll ich schon mal unsere Munition, das Munitionsband, die Umwandlung reinbauen? Ja. Ja. Obwohl, eigentlich können wir auch schon eine Aufnahmepause machen. Wir haben 30 Minuten, bevor ich jetzt wieder was Neues anfange. Ah, das ist gerade schlecht. Gib mir noch 4-5 Minuten. Wer hat an der Uhr? Ich frag mich ja die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit hier oben befeuerte Erzförderer auf einem Kupferfeld stehen, die für nichts benutzt werden. Wo kommen die her? Warum sind sie da? Was machen sie? Da musst du den Herrn Flake fragen. Oh, was? Okay. Achso, die Erz, die sind einfach, hab ich, weil ich hatte keinen Bock auf das, dass das immer da so voll ist. Vielleicht hab ich einfach auf Smoothie hingestellt. Ja, beziehungsweise, ich wollte mich hier als nächstes eigentlich um die Drohnen kümmern, ne? Ja, ja. Ich mach den roten Chips dafür. Das ist richtig, Herr Eptein. Aber wir haben noch absolut gar nichts erforscht, was man für Drohnen braucht. Die Batterie ist das erste Bruchstück davon. Batterien kannst du übrigens auch schon dann direkt, ne? Kann ich? Ja, wenn du Batterien mitproduzierst. Die Forschung dafür ist unterwegs. Ach, die ist unterwegs. Jetzt gerade. Was brauchen eigentlich Batterie? Alles braucht Batterien. Die brauchen hier deine Schwefelkram und Kupferplatten. Ja, hab ja da oben schon alles hingebaut. Nice. Haben die auch Dr. Pepper? Nee, das will ich alles nicht. Fanta, Red Bull, Eistee. Ah, ich dachte, die haben Pepsi, aber Pepsi und Burger passt einfach. Pepsi in der Dose ist einfach richtig geil. Ich weiß nicht, ich liebe Pepsi in der Dose. Erstmal eine Pepsi. Wir werden schon wieder irgendwo angegriffen. Ja, gibt so viel, es gibt so viel Werbung in dieser Folge. Es tut mir so aufrichtig leid. Tut's dir nicht. Wir werden. Dein Konto sagt was anderes. Macht jetzt die neue Pepsi, die Pepsi Max. Nein, Spaß. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben eine Pepsi getrunken habe. Bei mir kann ich es dir schon sagen. Ist nicht so lange her. Überhaupt so Softdrinks habe ich eher. Ich bin bei Energy Drinks bin ich richtig schlimm. Oh shit, nein, das, die kann ich gar nicht. Wenn dann. Die waren so süchtig. Ja, das und die hauen halt, wenn du wach bleiben willst, einfach wesentlich mehr rein als Kaffee. Ja. Ich trinke dann immer Kaffee gegen den Durst und den Energy Drink so nebenbei. What the fuck? Ja, wenn wieder Klausurzeit ist und man dann irgendwie so 2-3 Tage durchweg an den Sachen sitzt, an denen man eigentlich viel früher hätte sitzen sollen. Oh ja, elektrische Akkumulatoren. Eventuell werde ich doch erst eine Solaranlage bauen. Angegriffen? Irgendwas wurde zerstört. Oder zerstört, in dem Fall, ich würde sagen, angegriffen, zerstört, ja, irgendwie so. Weil die Türme da oben alle keine Munition mehr haben. Oh, okay. Oh. Warum nicht? Es kommt eigentlich überall, es kommt an Munition, aber nicht so viel, wie gebraucht wird. Also es gibt eine so eine riesige Munitionswurst, das ist das, was sich angestaut hat, die sich durchzieht. Aber es kommt halt drauf an, ob die Aliens die Munition schneller verbrauchen, als wir sie produzieren. Sind aber gierig, diese Aliens. Ja. Bösen Aliens. Ich meine, normalerweise haben wir halt auch immer kleiner angefangen, dann ist das Munitionskarussell schon recht voll, bevor die erste Erweiterung der Basis kommt. Jetzt ist die Basis halt schon erweitert, bevor die, ne, und so. Hey, also ich habe hier jetzt so ziemlich alles, was man für... Wollte ich Pause? Ja. Wollen wir noch eine Folge danach? Keine Ahnung.
Ich hätte Zeit und Lust. Entscheidet ihr. Können ja erstmal Folgenpause machen, ne? Ja. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.